Eintritt in die transpersonalen Bereiche. Hier verändert sich die Identität vom Individuellen zum Universellen, zum Absoluten. Innere Bezugspunkte verändern sich. In der ersten Wahrnehmung der Wirklichkeit lösen sich die Dualitäten auf. Hier geschieht eine tief glückselige Begegnung mit dem Spirituellen, dem Transzendenten, dem Geheimnisvollen. Die Ekstase, der wir hier begegnen, macht es uns schwer, die Balance zu halten, uns nicht zu verlieren oder hier stehen zu bleiben. Das Selbst bewegt sich in immer tiefere Ebenen des Bewusstseins, während sich die Glückseligkeit in eine zentrierte, stille Erfahrung von Gnade verwandelt, von etwas Heiligem. Der Segen, den wir hier empfinden, strahlt aus uns heraus als Liebe, eine erfahrene Offenheit für das und völlige Annahme von dem, was ist. In diesem Zustand des offenen Herzens und der Stille ohne Gedanken geschieht der Eintritt in die Phase der transpersonalen Integration, ein Zustand perfekten Menschlichseins. Man kann hier erkennen, dass dieses hauptsächlich durch das Akzeptieren und die Integration von Leiden geschieht. Ich erinnere mich an das Gesicht einer alten Frau, die in dieser Phase völlig entspannt dort lag und in den letzten Stunden ihres Sterbens von Zeit zu Zeit schon hinüberglitt und wieder zurückkam, nur um zu sagen: Es ist so wunderschön, aber ich wusste nicht, dass es so harte Arbeit wäre, zu sterben. Während der Transformationsprozess sich auf dem Weg der Rückkehr entfaltet, erkennen wir ein Stillwerden, eine innere Balance. Das Selbst erkennt, dass der Urgrund des Seins, dem es sich ein ganzes Leben lang so machtvoll widersetzt hatte, sein eigenes, tieferes Wesen ist. Das Selbst öffnet sich völlig für die Kraft im Urgrund des Seins. Es gibt sich der Kraft des Göttlichen hin. Die bisherigen Begrenzungen des mentalen Egos sind aufgegeben und losgelassen worden. Bewusstheit enthüllt demjenigen, der mit dieser Transformation gesegnet wird, dass Menschsein weit mehr ist als alles, was wir bisher geglaubt haben. Wir beginnen vor unserem Tod in einem zutiefst inneren Bewusstsein oder einer Identität zu Hause zu sein, die von oberflächlichen Veränderungen und Geschehnissen unberührt bleibt, offen und frei. Dieser Zustand wird verglichen mit der perfekten Ruhe der Tiefe des Ozeans, die unverändert bleibt, während die Wellen an der Oberfläche wild toben. In dieser Bewusstseinsebene
der subtilen Dimension haben wir die Seele berührt. Das Sein lebt jetzt in einer Persönlichkeit, durch die die Seele als der unzerstörbare Tropfen erscheint, wie es in der tibetischen Tradition genannt wird. Dies ist die Ebene, die in einigen Weisheitstraditionen göttliche Liebe genannt wird. Die Angst vor dem Tod löst sich völlig auf. Wir gehen über unsere menschliche Idee von Zeit und Geschichte hinaus in reines Sein. Momente von Gegenwart, die ewig und zeitlos sind. Immerwährend. Ein ewiges Jetzt. Die vertikale Dimension der Gegenwart. Die zweite Dualität von Leben und Tod, die Dualität der Zeit, wird hier geheilt. Hier geschieht die Erkenntnis, dass Bewusstsein zeitlos ist. Und mit dieser Erkenntnis tauchen erste Einblicke in die ewige Natur der Wirklichkeit auf. Wir beginnen, die Illusion eines getrennten, soliden Selbst zu erkennen. Und dass dieses Ich eine Spiegelung genau der Bewusstheit ist, durch die wir diese Prozesse sehen. Wir erkennen, dass Körper und Geist kein wirkliches, subjektives Selbst darstellen. Wir haben Einblicke in das klare Licht. Wir finden die ersten ehrlichen Antworten auf die Frage: Wer bin ich? Wir erkennen, dass wir in Liebe zu Hause sind. Bewusstsein auf der Suche nach Einheit. Wir sehen unsere essentielle Natur direkt an. Dies ist die Entstehung des Einheitsbewusstseins. Wir erkennen durch diese stille Gegenwart, dass es keinen Unterschied gibt zwischen dem Sehenden, der Szenerie und dem Gesehenen. Es gibt nichts anderes als Bewusstsein. Unser Gefühl des getrennten Selbst entspannt schließlich und endgültig seine Kontraktionen. Diese Bewusstheit ist ungeboren und niemals gestorben. Leer und voll. Das eine und alles. Unser Gefühl des getrennten Selbst explodiert in das All-Eins-Sein. Wir öffnen uns für den außergewöhnlichen, unendlichen, leeren und vollen, unvorstellbaren und unaussprechlichen Urgrund
des Seins. Alle Konzepte über unsere Identität und Wirklichkeit lösen sich auf. Dies ist der bedingungslose Zustand, in dem Ignoranz und Verlangen ausgelöscht worden sind. Unsere eigene Natur wird darin erkannt als der Zustand der Buddhaschaft, des Christusbewusstseins, Tao, Brahma, Gott, die essentielle Natur der Wirklichkeit, alles durchdringend. Das reine Selbst erkennt sich selbst. Seine göttliche Eigenschaft. Frei, offen, grenzenlos und so natürlich, dass es niemals verändert oder beschädigt werden kann. Dies ist der Weg der Rückkehr, die Erfahrung, von der ich glaube, dass sie jeder von uns macht, während wir dem Tod näher kommen oder unserem Erwachen. Dies ist die mögliche Transformation und die Gnade im Sterben. Ich wünsche dir diese Freiheit von den Grenzen des Ego und den Mut zur Hingabe, wenn deine Zeit kommt, diese Dimension zurückzulassen und in die Grenzenlosigkeit und die ewige Stille deines Seins einzugehen. Lass los. Lass los. Lass los.